Um kurz nach 16 Uhr stand ein Wohnhaus in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach lichterloh in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehren der Stadt Bad Kreuznach und Rüdesheim nahmen den Außen- und Innenangriff vor. Anwohner wurden aufgefordert, sofort alle Fenster und Türen zu schließen. Laut Reporter vor Ort sollen Flammen aus einem der unteren Fenster gelodert haben. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit, genau wie die Schadenshöhe, noch unklar. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, es sei niemand verletzt worden, so der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach, Alexander Jodeleit. Die Brandschützer konnten verhindern, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergriff. Ersten Informationen zufolge schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Es wurde im Zusammenhang mit dem Feuer eine junge Frau festgenommen. Es wird wohl wegen Brandstiftung ermittelt. Derzeit ist das Haus unbewohnbar. Das THW ist vor Ort. Ob das Haus einsturzgefährdet ist, kann noch nicht gesagt werden. Reporter vor Ort berichten, es sei der Dachstuhl eingestürzt. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.